Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Im letzten Part haben wir den nächsten Teil hier im Turm der Götter geschafft. Zelda war uns wieder eine große Hilfe, da sie mit ihrem Phantom mit dem Feuerschwert uns Licht spendiert hat. Und jetzt sind wir hier oben angekommen bei der nächsten Tafel, Meerestafel. Sehr schön. So, das ist im Südosten von der Spielwelt. Und ja, da ist ein bisschen Strand, aber auch sehr, sehr viel Wasser. Okay. Ja, die Frage ist dann, ich frage mich wirklich, ob wir dann sogar wirklich unter Wasser auch fahren oder ob halt einfach auf der Wasseroberfläche halt quasi Gleise verlegt wurden oder so. Wird auf jeden Fall so oder so sehr interessant. Die Strecke zur Meeresküste ist wieder da. Okay. Ich würde mir sogar wirklich wünschen, dass es auch Unterwasserabschnitte gäbe. So langsam haben wir den Dreh raus. Also dann, suchen wir die nächste Gleistafel. Müde. Ich fühle mich noch frisch. Tja, dann gehen wir zur Schiene zurück. Oder können wir die nächste Gleistafel uns gleich holen überhaupt? So, nee, ich muss doch jetzt zuerst zum Meeresgebiet, oder nicht? Oder kann ich jetzt direkt gleich das nächste gleich machen, oder wie? Nee. Na, erstmal Schiene. Hi. Gut gemacht. Ihr habt die Meerestafel gefunden. Damit steht euch nun der Weg an die Meeresküste offen. Der Lokomotor heißt Spul. Er wird euch den Weg zum Tempel weisen. Und ihr dürft wieder ein Liedchen spielen. Freut ihr euch schon? Um zur Küste zu kommen, müsst ihr im Waldland diese Brücke überqueren. Okay. Macht euch auf zur Brücke und dann an die Küste. Alles klar. Tun wir. Genau, es wäre cool, wenn es Unterwasserabschnitte gäbe. Weil ich meine, es gab zwar in den vorherigen Zelda-Spielen, Wind Waker und Phantom Hourglass, also halt Timeline-mäßig vorherig und so meine ich, gab es zwar schon sehr, sehr viel Wasser, aber man war nie unter Wasser eigentlich. Man war immer nur an der Wasseroberfläche. Sowohl in Wind Waker als auch Phantom Hourglass. Das höchste der Gefühle war, dass man in Phantom Hourglass halt nach Schätzen gegraben hat. Unter Wasser. Aber das zähle ich jetzt nicht so richtig als Unterwasserabschnitte. Und deswegen, wenn es einfach nochmal Wasser an der Oberfläche wäre, das hatten wir halt jetzt schon so ein paar Mal in vorherigen Zelda-Spielen. Und deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass wir sogar dann vielleicht unter Wasser entlang fahren würden. Das wäre ziemlich cool. Das wird sich auch anbieten. Weil ich meine, mit einem Schiff ist es halt nicht so einfach, weil das halt auch gleichzeitig ein U-Boot sein müsste. Aber wenn halt einfach unter Wasser Gleise verlegt wurden, was ja sogar durchaus Sinn ergibt, also nicht weniger Sinn, als wenn die an der Oberfläche oder knapp über Wasser verlegt worden wären, dann wäre das ziemlich cool und wird sich auch anbieten. Also ich bin gespannt. So, und nachdem das ein bisschen ein Weg ist und nachdem ich glaube, dass hier auf dem Weg nichts ist, obwohl ich mich trotzdem nach Hasen umgucken sollte, schneide ich mal kurz, weil wenn ich irgendwas finde, Hasen oder sonst irgendwas, oder wenn ich sterbe, was auch sein kann, dann werde ich es euch zeigen. Ja, jetzt habe ich sogar schon ein bisschen ein Problem, sehe ich gerade. Ich schneide doch nicht. Das war jetzt eigentlich dumm. Ich muss mal zurück. Weil der eine kommt nämlich gleich hergefahren, der Zug. Aber von der anderen Seite... Mann, das ist echt nervig. Von der anderen Seite kommt er ja auch. Der fährt nämlich auch geradeaus. Also ich kann den abschießen und so. Aber trotzdem. Aber kann ich... Moment. Wenn ich... Jetzt? Nein, nach vorne. Ich wollte nach vorne... Jetzt habe ich den Schalthebel nicht erwischt. Ich wollte nach vorne und jetzt abbiegen. Tja. Ah, nee, der biegt sogar ab. Okay, ich dachte, er würde hier geradeaus fahren. Der andere fährt auch in die andere Richtung. Okay, jetzt habe ich aber ziemlich sicher freie Fahrt. Und jetzt kann ich wirklich da entlang fahren. Ja, das mit diesen Bombenzügen, da die einen auch instant killen, ist echt ein bisschen nervig teilweise. Weil man halt nicht wirklich viel gegen die machen kann. Weil abschießen verlangsamt sie ja nur, aber ganz wegmachen kann ich sie ja nicht. So, jetzt dürfte es hoffentlich ohne weitere Probleme funktionieren. Und dann gleich werden wir uns eben da im neuen Gebiet wiedersehen. Obwohl es sogar wieder knapp wird, sehe ich gerade. Okay. Passt aber. Mein Gott. So, hier ist übrigens wieder ein Portal. Aha, okay. Ein neues. Ah ne, ist ja kein Kristall oben. Okay. Ist einfach irgendein anderes. Das sollte ich mir aber eigentlich sogar markieren. Dass da eines ist. Ja, das mache ich mal kurz. Na, hä, falsch. Ne, wie geht das nochmal? Nicht. Karte muss ich mal machen, nicht Gleisnetz. Ne? Genau, hier. Das ist eigentlich komisch, weil das ist ja das Gleisnetz. Wisst ihr, bei Gleisnetz komme ich zu den einzelnen Städten, Dörfern und bei Karte komme ich zum Gleisnetz. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber egal, also hier, ich mache mal eine 2 hin und ich hoffe, dass ich dann halt irgendwo anders das andere Portal finde. Genau, hier muss ich wieder rufen oder so. Oder halt die besiegen. Zack. Stirb. Ach Mann, ey, wie nervig. Geh weg jetzt. Verschwinde.
Hier will ich jetzt nicht sterben. Okay, danke. Das wäre ziemlich lame gewesen. Aber wir können erstmal hier kurz anhalten und gucken, was da ist. Zack, Vollbremsung. Bevor wir dann gleich die Brücke nehmen. Weil hier war ich auch noch nie, glaube ich, ne? Ich meine nicht. Bahnhof an der Brücke. Sieh mal, was für ein kleiner Bahnhof. Und ein großes Haus. Sehen wir uns das doch mal an. Mhm, machen wir. Wir haben vor allem wieder einen Brief bekommen. Ich habe übrigens mittlerweile auch das Spiel mal wirklich ausgemacht. Ich habe ja ansonsten immer halt mit Save States wieder neu gestartet, weil ich immer nach und vor jedem Part ein Save State mache, um abzuspeichern. Und jetzt habe ich aber mal wirklich in-game abgespeichert und bin rausgegangen aus dem Spiel und habe es wieder neu gestartet. Deswegen ist jetzt wieder ein neuer Tag quasi fürs Spiel auch angebrochen. Und deswegen dürfte jetzt wieder alles funktionieren, was Stempeln und sowas vor allem angeht. Aber auch Briefe und sowas, glaube ich. Eipost! Dringende Eipost für Link! Du hast ja mal Glückspostkarten abgeschickt. Genau, stimmt. Das Ergebnis ist da. Ich schreite zur Verkündung. Gratulation! Du hast den zweiten Preis gewonnen. Nice. Du Glückspilz. Hier, bitte schön für dich. Yay. Bitte sehr. Eine Piratenkette. Okay, cool. Nehme ich gerne mit. Nicht schlecht. Vielleicht gewinnst du auch einmal den ersten Preis. Meine Arbeit hier ist getan. Man sieht sich. Tschüss. Genau, weil diese Preise kriege ich ja erst, wenn ein Tag vergangen ist. Was halt nie der Fall war davor, für das Spiel zumindest. Weil das Spiel halt verwirrt war, weil ich Save States benutzt habe. Deswegen, ich sollte wirklich häufiger mal das Spiel auch ausmachen und halt in-game abspeichern und nicht per Save State, damit ich dann auch die Schätze bekomme. Die Brücke ist kaputt. Wie kommen wir jetzt auf die... Achso, ich muss sogar hier halten, okay? Wir kommen jetzt auf die andere Seite. Wir brauchen jemanden, der die Brücke reparieren kann. Okay. Hm. Schauen wir gleich mal. Ich gehe erstmal hier unten hin. Aber die ist sogar ziemlich groß. Oder das Gebiet hier ist ziemlich groß sogar. Hier gibt es einiges zu sehen. Ja, ich gehe mal hier rein. Mal gucken. Tingel wieder da hinten. Habe ich schon gesehen. Oh nein. Nein, er ist zurück. Hallo Kleiner, was kann ich für dich tun? Was willst du, du rubinloser Rabauke? Du hast hier nichts verloren. Los, verschwinde. Abmarsch, raus hier. Was? Was war das? Wie heißt du denn? Ja, ich will wissen, wie du heißt. Wahrscheinlich nicht Lineback. Ist halt wahrscheinlich auch der Nachfahre von Lineback. Hör gut zu und merk dir meinen Namen. Ich bin, ja doch, er heißt genauso. Die waren ja, oder ist es sein Nachname vielleicht? Keine Ahnung. Ich bin Lineback, der weltbekannte Schatzjäger. Ich suche nach den seltensten Schätzen der Welt und verkaufe sie dem, der am besten zahlt. Da bist du platt, was? Naja. Ihr Kinder heute habt doch keine Ahnung von nichts. Du stehst im Weg, ich habe Arbeit zu erledigen. Stell dich woanders hin. Also bei dir kann ich Schätze kaufen, oder wie? Du schon wieder, was willst du? Toll! Ja, ich bin schon ein toller Hecht. Aber er ist genauso wie auch sein Vorfahre. Es spricht für dich, dass dir das aufgefallen ist, Kleiner. Aber was willst du hier? Du siehst mir nicht so aus, als hättest du Schätze zu verkaufen. Ach nee, nee, ich kann sie verkaufen. Okay. Du willst zur Küste, aber die Brücke ist kaputt. Ja, das auch? Tu was? Sehe ich etwa aus, als könnte ich eine Brücke reparieren? Stimmt ja, der letzte Sturm hat die Brücke ziemlich mitgenommen. Ich wollte schon Malleus vom Schneetal holen. Der kennt sich mit sowas aus. Ah, okay. Aber die verschwindenden Schienen sind erstmal das größere Problem. Ich handle mit Läden im ganzen Land und ohne Schienen geht es nicht. Du bist doch Lokführer, oder? Also kannst du Malleus einfach herbringen. Ja, könnte ich machen. Du gefällst mir, Kleiner. Ich warte hier auf euch. Hopp, hopp ins Schneetal. Okay, dann habe ich jetzt schon herausgefunden, wann ich Malleus oder sowas brauche. Mich jetzt schon. Kann ich jetzt wirklich noch nichts Schatzmäßiges bei dir machen, oder wie? Oh Gott, ich muss auch noch vorsichtig fahren mit dem. Oh ja, okay. Aber anscheinend nicht. Aber ich merke mir das mal, dass hier Lineback ist. Und dass ich Schätze kaufen und verkaufen auf jeden Fall. Vielleicht auch kaufen kann. Das sehen wir dann schon noch. Oh nee. Ich muss mir das mal merken, wie das nochmal ging. Wie war jetzt noch meine Technik? Hier so. Rot, blau oder blau-rot war es? Ne, blau-rot. Ja. Dum, 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 dum. Okay. Also ich will mich erstmal nochmal hier umsehen, bevor ich dann Malleus hole. Um in der Erde Verborgenes an die Oberfläche zu holen, brauchst du das Schatzsucherlied. Das kennst du doch, oder? Ja, das kenne ich schon. Natürlich kennst du es. Na, mal los. Okay, direkt hier gleich wieder spielen, oder wie? Na gut. Aber da muss ich jetzt kurz nachgucken, wie das nochmal ging. Wo kann ich es nochmal nachsehen? Ne, hier, Sammlung, genau. Moment, ja. Oh Gott. Rot, gelb, rot, blau. Hilfe.
wieder drehen. Das ist alles aufwendig. Rot, gelb, rot, blau. Ja, falsch. Warte. Nein! Das ist, weil ich halte es ja auf dem Kopf, deswegen muss ich irgendwie spiegelverkehrt denken. Ja, ich weiß. Sei still jetzt. Ja, ist okay. Jetzt muss ich auf dem Kopf. So. Rot, gelb, rot, blau. Okay, war jetzt nicht so schön, aber zählt. So. What? Du blödes Ding! Okay, ich komme hier gar nicht durch. Dann muss ich es vor der... Ach, das gibt's nicht, hey. Aber ich stelle mich jetzt mal nochmal genau vor das Ding hin. So. Fuck, ich darf... Okay. So, sorry, das war's Mikro. Da müsst ihr euch dran gewöhnen, dass ich, wenn ich das Gamepad immer hochheben muss und so und drehen muss, dass ich da häufiger mal gegen das Mikro komme. Warum denn nicht? Muss ich es hier spielen? Das war aber schön. So, wenn es wieder nicht klappt, dann lasse ich es einfach. Nee. Hä? Check ich nicht. Ich markiere mir das mal. Ich mach mal ein S hin. Für Schatz. Ja, keine Ahnung, was das soll. Wie das genau funktioniert. Also ich muss anscheinend wirklich perfekt stehen. Oder so. Oder ich... Das war doch an der falschen Stelle. Ich weiß es nicht. Naja. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Ah ne, da bin ja ich. Okay, nee, ach, nach oben. Okay, interessant, da oben komme ich noch gar nicht hin. Okay, dann müssen wir es erstmal sein lassen. Na gut, dann gehe ich erstmal hier weg. Ich meine, ich werde ja dann gleich nochmal eh hierhin zurückkehren, wenn ich Malios gebracht habe. Aber ich weiß nicht, wie ich da jetzt, was ich da jetzt links unten machen kann. Vielleicht muss ich auch erst mit Lineback reden und erst dann geht es. Oder so, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, egal. So, ja, jetzt will ich, glaube ich, zum Einser-Tor hin. Weil da komme ich dann, glaube ich, in die Nähe von Malios. Ja, fahr mal so, glaube ich, am besten. Dann durch. Okay. So, aber den Weg werde ich, glaube ich, wieder kurz ausschneiden. Außer es passiert was Interessantes. So. Endlich da. Okay. Ja, ich kann echt schon mal sagen, die Zugfahrten dauern mit dem Spiel auch ein bisschen zu lange. Ehrlich gesagt. Weil ich meine, das Portal hat mir jetzt auch gar nicht mal so viel gebracht. Der Unterschied zu Phantom Hourglass ist halt ein bisschen, da war das Reisen, also die Geschwindigkeit des Reisens sogar ein bisschen angenehmer, weil man hat ja da im Spielverlauf später dann gelernt, sich auch zu teleportieren, aber man konnte sich halt von irgendeinem Ort zu einem von 6 anderen Punkten, glaube ich, hin teleportieren. Und hier habe ich halt nur die Möglichkeit, dass ich zu einem Tor hinfahren muss und dann komme ich da zu einem anderen Ort. Aber ich kann mich nicht von irgendwo aus zu einem Tor hinporten, sondern ich muss das andere Tor halt finden und da hinfahren, wisst ihr? Und im Phantom Hourglass konnte man von irgendwo aus zu einem dieser 6 Punkte hin und das hat es noch ein bisschen angenehmer gemacht. Vielleicht wird es ja auch noch kommen, dass ich von irgendwo aus zu einem bestimmten Punkt hingehen kann. Das wäre noch ein bisschen schöner, aber mal schauen. So, ja, ich will, dass du mir hilfst und die Brücke reparierst. Was? Ich soll die Brücke reparieren? Das kommt mir gelegen. Mit Lineback habe ich noch eine Rechnung offen. Okay, auf geht's. Ich gehe schon einmal vor zu deiner Lok. Ich warte dort auf dich. Wegschieben? Okay, jetzt bin ich gespannt, weil Lineback hat ja gesagt, dass, also stimmt, genau, apropos Schatzsucherlied. Aber ich will das mal kurz austesten. Hier zum Beispiel. Ich habe von euch auch den Tipp bekommen, dass ich an auffälligen Orten das doch spielen soll. Und das ist auffällig, der Ort. Weil da habe ich ja mit Bomben nichts gefunden. Aber vielleicht jetzt mit dem Schatzsucherlied. Weil ich will das jetzt einmal hinkriegen und wissen, wie das funktioniert. So, okay. Und? Aha. Jetzt hat es funktioniert, okay. Eine graue Truhe oder so. Mit 100 Rubinen. Nice. Okay, also es geht schon. Irgendwie.
Ich war halt nur gerade falsch gestanden. Vielleicht hat mir der Schikastein auch einfach allgemein den Tipp gegeben, dass ich an auffälligen Orten halt das spielen soll. Aber der hat doch speziell gesagt, hier soll ich spielen, oder? Ich meine eigentlich schon. Hast du irgendwas Neues? Ich wollte nach Papuzia, aber du hast schon Malios an Bord. Na egal, dann laufe ich und mache unterwegs ein paar Bilder. Oh, aber du solltest wissen, dass Malios nicht ganz einfach ist. Ignoriere nicht das Dampfpfeifenschild. Und beachte die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, ernsthaft jetzt? Oh mein Gott, das macht's ja noch schlimmer. Die Haltelinie am Bahnhof ist zu beachten. Und Schaden durch Feinde solltest du auch nicht einstecken. Sonst kriegst du was zu hören, dass dir die Ohren schlackern. Und bremst auch nicht während der Fahrt mit dem Rückwärtsgang. Das ist gefährlich für deine Passagiere. Aber als Lokführer weißt du das. Wenn du Zeit hast, schau mal wieder bei mir vorbei. Oh, wirklich jetzt? Unser erster Gast und er wirkt, als habe er seine Ansprüche. Sollen wir gleich zu Limeback fahren? Ja. Alles einsteigen. Darf ich das Portal benutzen? Oder sagt er da auch, nee, das darfst du nicht benutzen, das ist gefährlich. Oh Gott. Ich probiere es mal, ob ich das benutzen darf. Die Frage ist auch, wenn ich jetzt einen Fehler mache, was passiert dann? Muss ich dann wieder von vorne anfangen? Oder gibt es Checkpoints oder so? Okay, jetzt ist er happy. Darf ich hier schnell fahren? Nee, ich warte mal noch, weil da vorne ist ein Schild. Wo ich schneller... Das ist das schnellste Schild, oder? Ja, das dürfte es sein. So, Geschwindigkeitsbegrenzungen auch noch beachten. So, jetzt zack. Los. Nee. Ah, nee, das war sogar das Falsche. Nee, das ist das Schnelle. Fuck. Okay, aber jetzt darf ich wirklich schnell fahren. Okay, aber ist es nicht vorbei, wenn ich... Oh Gott. Was? Der hat mich doch nicht getroffen. Mann. Ist nicht sofort vorbei beim ersten Fehler. Das läuft schon mal sehr gut übrigens, der Start. weil er ist ja... Also er ist noch nicht unglücklich zumindest, sagen wir es so. Die Frage ist, ob sich das auch wieder regenerieren kann. Und ob er nach einer gewissen Zeit ohne Fehler wieder happy ist. Ich hoffe es mal. Das ist aber echt... Also ich werde jetzt aber nicht schneiden, weil das ist ja immerhin herausfordernd und so. Und was Besonderes. Aber ja, ich werde das noch häufiger machen müssen. Wir haben ja schon häufiger gehört von Quests, wo ich Leute von A nach B fahren muss. Und die werden nicht alle so hohe Ansprüche haben. Vielleicht muss ich bei dem einen oder anderen, darf ich halt nur keinen Schaden nehmen. Aber wie schnell ich fahre, ist dem wurscht. Aber der hier, Malios, ist ja schon wirklich ziemlich anspruchsvoll. Das muss man auf jeden Fall sagen. Sondern ich bin sehr gespannt, ob das Portal funktioniert. Oder ob er da auch sagen wird, dass es nicht geht. Weil ich muss, oh, jetzt muss ich da vorne wieder langsamer fahren. Das ist halt echt nervig irgendwie. Dass ich da sogar langsam fahren muss einfach. Okay, das ist nur für die Kurve. Aber trotzdem. So, zack. Ich frage mich auch, wenn ich zu langsam fahre. Also jetzt kommt halt dann gleich wieder das Schild, dass ich schneller fahren darf. Wenn ich da jetzt immer noch langsam fahre, also mit dieser Geschwindigkeit aktuell, stört es ihn dann auch? Oder darf ich nur nicht zu schnell fahren? Hm. Weil ich meine, ah, jetzt ist er wieder happy, okay, weil ich das gut gemacht habe. Weil ich meine, im regulären Straßenverkehr ist es auch so, dass man nicht zu langsam fahren sollte. Wenn ich in einer 50er-Zone 10 fahre oder so, ist es auch gefährlich. Weil dann alle anderen überholen und weil dann dadurch auch Unfälle passieren können. Also man sollte auch nicht zu langsam fahren, das ist auch schlecht. Und ich frage mich, wie das hier ist. So, jetzt habe ich gleich verloren, weil ich das Portal benutze oder so. Ne, das ist okay. Okay, ich darf nicht zu schnell fahren. Portale benutzen darf ich aber. Dann ist ja alles gut. So. Ja, der Weg dürfte, glaube ich, passen. Der obere, der rechte obere könnte ein Problem werden. Vor allem, jetzt darf ich schnell fahren, oder? Ich glaube schon. Oder darf ich? Hier war jetzt halt kein Schild. Ich denke mal schon. Ah ne, der ist eh anders abgebogen. Okay, perfekt. Dann ist gar kein Problem. Dann passt's. Gut. Genau, ich muss noch, was ich auch noch dran denken muss, ist, wenn solche Schilder kommen, mit so einem Fragezeichen oder sowas drauf, dass ich da hupen muss. So. Warum muss man denn hier überhaupt, das macht gar keinen Sinn, warum muss man denn hier langsam fahren eigentlich? Bei der Kurve gerade eben habe ich es noch verstanden, aber das macht ja nicht mal Sinn, dass hier einfach für 10 Meter, ein bisschen mehr, aber halt für diese kurze Zeit, dass ich da langsam fahren muss. Okay, aber es ist nicht so schwer, weil wenn man wirklich ein bisschen was am Stück richtig macht, dann passt es wieder. Dann ist er wieder happy. Aber ja, trotzdem, wie gesagt, da bin ich... Also ich meine, das Zufahren an sich finde ich schon cool, aber es nimmt ein bisschen zu viel Platz ein im Spiel. Weil das passiert halt auch nicht genügend, während man Zug fährt. Weil ich kann ja... Ich kann halt nicht mal von den Gleisen abweichen, logischerweise. Ich muss gleich hupen.
tut. Okay, gut. Oh Gott. Ich kann nicht mal von den Gleisen abweichen, also ich kann auch nicht wirklich erkunden oder so. Und dafür, dass halt man wirklich nicht so schnell fahren kann, weil es das Bremsen auch noch, dafür, dass man nicht so schnell fahren kann, ist halt wirklich ein bisschen zu wenig los und es dauert ein bisschen zu lange, das Zugfahren. Aber es ist trotzdem jetzt nicht mega schlimm oder so, aber ihr wisst ja, wenn mich was stört. Nein. Okay, aber das, okay, das hat sogar funktioniert. Ich darf kurzzeitig in den Rückwärtsgang, wenn ich schon ein bisschen abgebremst habe. Aber ich darf nicht aus voller Geschwindigkeit heraus dann in den Rückwärtsgang. Das darf ich nicht. Okay, passt. Wie schon da, bist du wirklich ein flinkes Bürschchen. Gut, dann sehen wir uns die Sache mal genauer an. Okay. Weil ich bin froh, dass es funktioniert hat. Ich frage mich aber wirklich, wenn ich da einen Fehler gemacht hätte und er halt richtig unglücklich gewesen wäre, sodass er abbrechen will, hätte ich dann wirklich von vorne anfangen müssen? Kann sogar echt sein. Aber gut. So, dann gehe ich auch mal zu Limeback. Und guck mal. So. Ne, wo ist... Oder ist er jetzt... Aber er sagt was anderes, ja? Du hast ihn also mitgebracht. Dann bring ihn doch mal zur Brücke, Kleiner. Ich komme später nach. Okay. Ja, ich will jetzt aber noch mal einmal kurz hier nachgucken. Das... Aber ich muss mal genau gucken, was du jetzt gesagt hast. Nochmal eins zu eins den Wortlaut. Es tut mir leid, ich muss das machen. Fuck. So. Jetzt nochmal kurz schauen. Ja. Ah ne, was? Ich wollte doch gar nicht das Schatzlied spielen. What the fuck, Mann? Was? Was? Es war doch rot-blau, oder was? Blau-rot? Ich kann mir das nicht merken, hey. Okay, blau-rot war's. Na gut. So, jetzt nochmal ganz genau den Wortlaut. Um in der Erde Verborgenes an die Oberfläche zu holen, brauchst du das Schatzsucherlied. Ich sag mal wie, vorhin habe ich ja klar gesagt, du kennst es nicht. Bei den Anukis, mehr kann ich dir nicht verraten. Nee, doch, nein, gib mir nochmal den anderen Tipp. Doch, ich kenn's. Mann, ey. Kann nicht wahr sein. Weil ich meine, wenn ich hier den Tipp bekomme, dann muss hier auch in der Nähe irgendwo was sein. So. Ja. Natürlich kennst du es. Na dann mal los. Na dann mal los. Ja, das deute ich schon so, dass ich es hier spielen soll. Oder nicht? Ich finde schon. Ich weiß halt nicht, was das für eine Reichweite quasi hat. Ich meine, die könnte ja auch hier sein. Die Schatztruhe. Oder hier. Oder hier, ja. Ich meine, hier gibt es halt auch leider keinen auffälligen Ort so richtig. Weil gerade eben, wo ich das erfolgreich gespielt habe, war ja ein Steinkreis da. Das ist halt sehr auffällig, aber hier ist halt nichts Auffälliges leider. Direkt davor habe ich ja schon gespielt. Ich meine es mal links davon und noch an den Zaun. Und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es halt. Keine Ahnung. Okay, hat auch gezählt. So. Nein. An dem Zaun? Nee, das glaube ich auch nicht. Das macht keinen Sinn. Vor der Tür habe ich es gerade eben auch schon gespielt, meine ich. Ja. Komm, ich probiere es noch einmal. Aber keine Ahnung. Okay, aber das Pusten wird besser. Ne? Merkt ihr schon. Okay. Nee, ja, gut, dann kein Peil. Also ich merke mir auf jeden Fall, dass wenn ich einen auffälligen Ort sehe, dass ich dann das einsetze. Aber das war jetzt ein bisschen irreführend irgendwie. Dieser Hinweis. Ist auf der Insel sonst irgendwo ein auffälliger Ort gewesen? Aber eigentlich nicht. Vielleicht halt nördlich, wo ich noch gar nicht hinkomme. Aber hier ist nichts Auffälliges, finde ich. Nirgendwo. Okay, gut, dann lassen wir es. Wir reden mit Malius oder Malois oder so. Hi. Mein lieber Schwan, sieht übel aus. Das kann eine Weile dauern, also komm später wieder. Aha, da bist du ja endlich. Lange nicht gesehen, Lineback. Alter Schatzschnüffler. Wie sieht's aus? Kannst du die Brücke reparieren? Kein Problem. Zumindest, wenn du die Reparaturkosten bezahlen kannst. Du schuldest mir noch Geld für dein Haus. Das macht zusammen 5000 Rubine. Für 5000 Rubine? Findest du das nicht etwas teuer? Das zahlt der Kleine hier. Schließlich will er die Brücke repariert haben. Nee, nee, nee. Stimmt doch, oder? Wie? Was?
Dann ist ja alles klar. Bis dann. Ja, nee. Ihr nicht, Lineback. Macht das unter euch aus. Gebt mir nur meine 5000 Rubine. Ihr könnt es euch noch überlegen. Ich fange schon mal an. Was? 5000 Rubine? Das ist viel zu teuer. Gehen wir zu Lineback und uns beschweren. Ja, auf jeden Fall. So geht das nicht. So, Lineback. Ach, Kleiner, das ist ja ein schöner Schlamassel. Jede wette, dass ein Kind wie du keine 5000 Rubine hat. Aber zum Glück habe ich einen genialen Plan. Ein bisschen Arbeit macht dir doch sicher nichts aus, oder? Folge meinen Anweisungen, dann sind die 5000 Rubine ganz schnell zusammen. Du musst die zahlen, nicht ich! Verdammt nochmal. Bist du dabei? Nein? Wenn du meinst, dann lass dir selber was einfallen. Okay. Nein? Sagt er was anderes nochmal? Nein, okay. Na gut. Du bist ein kluges Kerlchen, also hör zu. Hier in der Gegend gibt es einen uralten Schatz. Man kennt ihn unter dem Namen Königlicher Ring. Es heißt, er sei unglaubliche 8000 Rubine wert. Einer meiner Vorfahren hat in einem Brief beschrieben, wo er versteckt ist. Ich habe die Hinweise befolgt, aber nichts gefunden. Aha, okay. Also solltest du dich mal umsehen. Wenn du ihn findest, haben wir die nötigen Rubine. Was sagst du? Okay. Ja, dann gebe ich dir den Brief meines Vorfahren. Also, jetzt check ich das erst mit Vorfahren. Das ist sogar der ursprüngliche Lineback wahrscheinlich. Finde den königlichen Ring und wir sind reich. Yeah! Du hast einen Brief von Linebacks Vorfahren erhalten. Da scheint etwas von einem Schatz zu stehen. Sieh ihn dir gleich in deiner Sammlung an. Der Schatz soll nahe dem Grab meines Vorfahren versteckt sein. Durch diese Tür gelangst du dorthin. Sieh dir den Brief an, um das Versteck des Schatzes zu finden. Okay. Und da muss ich dann das Schatzsucherlied spielen. Aber das ist echt irreführend, dass diese blöde Statue einfach na los oder irgendwie sowas. Ich glaube, na los war es, gesagt hat. Weil da denkt doch jeder, dass man das halt hier gleich sofort spielen soll. Anstatt sie hätte auch sagen können, merk dir das, wenn du einen auffälligen Ort siehst. Das wäre besser gewesen, anstatt na los. Aber gut. Ich soll es mir übrigens auch mal angucken, fällt mir gerade auf. Moment. Ja. Mein lieber Sohn, wenn du das liest, bin ich nicht mehr. Oh, aber mach dir keine Sorgen, falls du mal Geld brauchst. Für solche Fälle habe ich einen Schatz vergraben, den königlichen Ring. Aber ich verrate nicht, wo er ist, das wäre doch langweilig. Hier ein kleiner Hinweis. Folge dem Licht, um den Schalter zu finden, wo das Licht sich kreuzt, 4 Schritte nach Norden und 6 nach Westen. Viel Erfolg, hihihihi. Lineback Senior. Lineback Senior. Licht folgen, um Schalter zu finden, wo das Licht sich kreuzt, 4 Schritte nach Norden und 6 nach Westen. Okay. Wir gucken mal. Ich habe hier leider auch keine Karte. Hier gibt es Monster, die Schilde mögen. Neue Schilde gibt es bei Lineback. Oh nee. Okay, mein Schild kann hier zerstört werden. Ja, das dachte ich mir schon. Raubschleimis oder so. Oh Gott. Ich könnte ihnen auch Bomben zu fressen geben. Das wäre wahrscheinlich besser. Weil das dauert... Ja, die halten wahrscheinlich auch ein bisschen was aus. Komm. Ich habe 10 Stück. So, zack. Bam. Ja, zu fressen geben eigentlich. Reinwerfen geht... Draufwerfen geht auch! Fantastisch. Nein! Oh Mann, ich habe gar keine Zeit, mir eine Bombe zu holen. Alter, sind die nervig. Ich ignoriere sie jetzt einfach. Keinen Bock mehr. Nee, ich will sie schon töten. Weil ich kriege auch Geld von denen und so bestimmt. Ach, die können Bomben gar nicht einsaugen. Warum denn? Das wäre doch voll cool. Ja, lol. Ja, toll. Was hätte ich jetzt da eigentlich machen sollen? Oh mein Gott. Alter, wie mich die ankotzen gerade. Holy shit. Das war ja super. Jetzt darf ich mir einen neuen Schild kaufen. Fantastisch. Aber hey, wir kriegen eh gleich 8000 Rubine. Also ich meine, wenn es gut läuft, was ich hoffe, dann kriegen wir 3000 Rubine davon ab. Mal schauen. Und dann bin ich eh super reich. Glaube ich, war eigentlich weniger. Das war super jetzt. Alter, ich hasse diese Viecher. Geht das? Okay, es geht. Gut. So, den hole ich mir auf jeden Fall, den Stempel. So. Zack. Okay, so, jetzt dürfte wieder ein neues Datum kommen. Also für mich ist heute der 6. Oktober. Deswegen mal gucken, ob das jetzt passt. Nee, der 26. Hä? Hä, warum ist denn das Datum so komisch eigentlich? Ich check das nicht. Wunderschöner Stempel übrigens, fällt mir gerade auf mit Lineback. Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir wieder ein neues Datum, auch wenn es komplett falsch ist. Egal, passt schon. So. Okay, jetzt bin ich hier auf der nördlichen Seite, genau. Alter, mir wird einfach alles geklaut.
Sowohl Rubine als auch Schild. Das gibt's ja nicht. Ja, ich brauche schon wieder aber einen neuen Schild, weil das ist schon um einiges einfacher mit Schild. Oh Gott. Oh, wieder ein neues Lied. Hilfe. Hier ruht der legendäre Kapitän Lineback. Okay, hier ist sein Grab. Die Büsche kann ich bestimmt auch wegmachen. Aber ich würde, glaube ich, erstmal sagen, Leute, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Beim nächsten Mal wird es dann noch hier weitergehen. Wir werden dann noch versuchen, das Rätsel zu lösen, was Lineback Senior seinem Sohn gegeben hat. Und dann werden wir hoffentlich stinkreich mit den 8000 Rubinen. Hoffentlich kriegen wir da 3000 davon ab. Dann kann ich mir auch locker wieder ein Schild kaufen. Ein neues Lied können wir noch erlernen. Und dann können wir hoffentlich beim nächsten Mal endlich zum Meeresgebiet gehen. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.